Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Kirby Triple Deluxe Level 4 von Welt 3. Legen wir los. Mit dem Hammer in der Hand. Oder in den Knubbelärmchen. Das war gut. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Das probieren wir doch gleich nochmal. So, ohne Hammer in unseren Händen. Gehen wir weiter. Wow, das war gut. Ja, dafür kriegen wir ein bisschen Bird Power. So, gibt's hier oben irgendwas Interessantes? Wow, unglaublich. Einfach mal den Angriffsknopf statt den Sprungknopf gedrückt. Ey. Okay, gibt's da unten irgendwas? Nein. Schnell wieder einen Abflug machen. Da hinten schwebt ein Waddle Dee rum. Ah, und die Musik ist so schön. Gibt's hier unten was? Ah, da rechts sehe ich einen Silberanhänger immerhin. Dann wollen wir doch da mal gucken. Flupp. Aha. Donk. Prima. Sehr schön. Okay, sonst nix. Machen wir einen Abgang. So viel zu meinem Hammer, ne? Okay, aha. Ein Lolli. Ah, die. Die, Waddle Dee. Der Riesenwaddle Dee. Wah, 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 wah. Yay, Sandstein. Prima. Ist da rechts auch noch was? Nur ein bisschen Essen. Oh, schade. Na gut. Wie? Nicht mit mir, Mann. So, da unten gibt's doch was. Natürlich. So offensichtlich. Rein da. Ah, sehr schön. Gift. Danke. Ist da unten was? Nope. Ist da unten was? Nope. Ah, nein. Okay. Und du Drecksau. So. Du bist voll im Weg. Ist hier unten was? Nope. Ja. So. Okay, und da haben wir einen Bonusraum. Wollen wir gleich mal reingucken. Ah, okay, sehr schön. Wieder ein neues Bonusspiel quasi. Wir müssen mit dem 3DS das in den richtigen Winkel drehen. Und dann den Pfeil durchschießen. Bonk. Quack, quack, quack. Und am Ende gibt's Sandstein Nummer 2. Schön, schön. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Okay. Da noch was versteckt? Oh, ein Silberanhänger. Ist da noch was versteckt? Aha. So, jetzt nochmal hier nach links gucken. Ich glaube nur nicht, dass es da was gibt. Ich glaube... Nee, ich glaube, da gibt es nichts. Aber man muss ja trotzdem mal gucken. Ey! Was willst du von mir? So. Meine Nerven. Okay. Yikes. Okay. Der stört hier wieder nur ein bisschen. Ah, Nervensägen. Okay. Nein, dich möchte ich nicht. Gibt's da unten was für mich? Nope. Gibt's hier unten was? Nope. Da ist nur ein Warpstar. Yay. Tschüssikowski! Jasis! Again! Wicke, wicke! Donk, donk, donk! Yay! Tschüss, Kirby! Ah, hier wird's ein bisschen windig. Können wir uns von dem Wind so ein bisschen treiben lassen. Und hier ist natürlich auch irgendwo noch der letzte Sonnenstein versteckt. Und ich glaube auch ein Goldanhänger irgendwo. Ne, da will ich okay, gut. Wir kommen eigentlich jederzeit wieder zurück über die kleinen Warpstars hier. Yeah. Okay. Sodass man eigentlich nicht viel verkacken kann. Man muss nur gut aufpassen. Was, wo ich am Meister quasi drin bin, wie man sieht. Okay. Nope, 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 nope.
Schön verstecken, ja. No, jawohl, prima. Okay. Ah, aua. Mensch, sollte man einen Pudding essen. Okay, irgendwo hier verstecken sich, glaube ich, sowohl der Goldanhänger als auch der letzte Stein. Oder war der Goldanhänger wieder woanders? Und ich habe den wieder verpasst. Ist gut möglich. Sehr gut möglich. Ich glaube, ich habe ihn mal wieder verpasst, ja. Das heißt, den darf ich mir auch notieren. Ah, verdammt. Ich wollte gerade schauen, ob er vielleicht hinter dem Felsen ist. Ich beschleiche da nämlich gerade so das Gefühl. Nee, okay, gut. Dann gehen wir jetzt ins Ziel. Yay! Gotta go fast! Okay. Tada! Okay, schauen wir doch mal. Yes! Nice! Perfekt! Bam! Bam! Flomp! So muss das! Yay! Und... Sehr schön. Leider fehlt der goldene Anhänger. Kirby und Lore aus Powermalpinsel. Schnorchel-Kirby aus Funpack. Rachno-Zwack aus Mass Attack. Und Lovely aus Funpack. Sehr schön. Okay, wunderbar. Dann werde ich mir jetzt auch hier nochmal notieren, dass mir hier ein Goldanhänger fehlt. Und dann bin ich gleich wieder da. Offenbar haben wir noch einiges an Sammelei vor uns. Schon zwei goldene Anhänger, also insgesamt drei sogar verpasst. Also Glücksbringer. Ich nenne sie immer goldene Anhänger aus irgendwelchen Gründen. Aber es sind Glücksbringer, heißen sie offiziell. Nein, Waddle Dee auf Ski. Ski Dee. Waddle Ski. Oh mein Gott. Okay, ich darf meinen Bogenschützen behalten. Das ist mir gerade ganz recht. Du kannst mir hier gar nichts. Ah, okay. Ich springe hier aus dem Level raus. Nope. Nope. Ah, du... Blöder Clown, ey. Okay. Hier brauche ich eine Feuerattacke. Ah, okay. Ich weiß, woher ich eine Feuerattacke kriege. Ich muss leider den Bogenschützen jetzt dafür loswerden. Und den Zirkus einsammeln. Also nicht den Zirkus, sondern... Ja, eigentlich habe ich schon den ganzen Zirkus auf dem Kopf. Jedenfalls können wir damit die Eisblöcke zerstören, da das auch eine feuerbasierte Attacke ist. Fällt mir gerade mal so auf, es gibt ziemlich viele feuerbasierte Attacken im Spiel. Eis. Okay. Weiter geht's. Von riesen Schneekugeln wollen wir uns möglichst nicht treffen lassen. Da unten gibt's nichts, okay. Abmarsch. Sehr coole Musik. Ist hier unten was? Was hast du denn für mich? Kirschen, okay. Ich bleib beim Clown, glaube ich. Beim Zirkus. Zirkus-Clown. Bonk. Wobei Chili auch nicht schlecht gewesen wäre. Also nicht, das scharfe Chili, sondern der Gegner-Chili. Jee. Weil ich glaube, ich krieg's irgendwie hin. Nicht so einfach einzusetzen, aber es geht. Okay, sehr schön. Einmal Feuerpower. Und damit kommen wir dann auch hier unten durch. Ich weiß gar nicht, die Feuerpower hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Wenn ich mich recht entsinne. Wir können als Feuerball durch die Gegend fliegen, während im Rennen. Wir haben in der Luft so eine Kreiselattacke, eine Screw-Attack quasi, die auch am Boden so ein bisschen entlang rollert. So, genau. Wenn man die Angriffstaste quasi mal wieder drückt, kann man so kurz durchrollen. Und ich glaube, das war es so ziemlich an Attacken. Ja, wir können noch Feuer spucken und können die Reichweite des Feuers verändern. Entweder weit raus oder komplett rein oder hoch oder runter oder eine Kombination aus allem. Können es frei bewegen. Und gibt es da oben noch was? Ein lila Stern, sehr schön.
Okay. Anzünden und beeilen. Nee. Schneller! Schneller! Retter! Nice. Und flop! So, hier ein bisschen aufpassen. Dann kriegen wir den Sonnenstein. Und wenn wir da unten diesen einen ominösen Block noch entfernen, dann kriegen wir noch einen silbernen Anhänger. Ich glaube, mehr Anhänger gibt es hier drinnen zumindest nicht. Oh, aber ein bisschen Lebensenergie. Ist ja auch nicht verkehrt. Und das dürfte ziemlich an interessanten Sachen hier gewesen sein. Gut. Gehen wir. Drei Sonnensteine haben wir noch zu finden. Nee, immer schön überall gucken, ob es was gibt. In den Löchern. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Na gut. Weg mit dir. Aha. Hier sollte ich mich beeilen. Run! Hahaha, dankeschön. Tada! Und das sollte Sonnenstein Nummer 2 sein. Jawohl. Sehr schick, sehr schick. Okay, und da drüben ist nix. Nix. Okay. Dann sind wir hier. Das Nischte. Da unten auch nicht. Geht auch nicht sonderlich tief runter. Aha, ich verstehe. Okay. Nice! Wieder ein bisschen Meganova hier machen. Oh mein Gott, Wolken! Ah! Sehr schön. Ach ja, hier haben wir auch wieder so ein bisschen Rätselei, kann man sagen. Wir wollen den Kopf von dem Schneemann nämlich auf den entsprechenden Körper buxieren. Tada! Yay! Und als Belohnung kriegen wir ein paar Sterne. Naja. Von mir aus. Keine Wolken. Und ab in die Kanone. Bonk! Gibt's hier was? Nee. Warum ich jetzt einfach über die drüber geflogen bin? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay, hier wollen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Schneller! Okay. Und flop! Yay! Und es gibt Essen! Eis und Kuchen! Was mit euch? Gegen die Stachel können wir immer noch nichts unternehmen, trotz Meganova. Selbst dagegen sind die immun. Okay, haben wir hier einen Kopf versteckt. Dann haben wir erstmal ein bisschen Platz. Du kommst mit. Du bist weg. So, dann zack. Ich bin mir jetzt sicher, ob das wieder zugeht, aufgeht. Sieht aber nicht so aus. Okay. So. Jetzt. Einmal. Und runter da. Wunderbar. Yay. Donk. Gib mir meine Belohnung. Und one up. Na gut. Okay. Und hier haben wir zwei Schneekörper. Einmal den Kopf einer Dame und einmal den Kopf eines Herren. Dame kommt darüber. Yay. Und der gute Herr kommt hier rüber. Tada. Und schon freuen sie sich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was passiert, wenn man die falsch rum drauflegt. Keine Ahnung. Vielleicht passiert einfach gar nichts. Jedenfalls kriegen wir hier unseren dritten Sonnenstein. Schön, schön. Ist da rechts noch was?
Nope. Okay. Dann wieder zurück. Oder weiter, nicht zurück. Okay. Wee. Wee. Oh mein Gott. Er versteckt sich im Haus. Das hilft dir überhaupt nicht. Oh. Hey, nice. Na gut. Oh Gott, eine Holzhütte. Hm. Meins. Es ist meins. Nom, 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 nom. Nom, nom, nom. Diese Panik, ey. Sehr schön. Und alle Sonnensteine erhalten. Und? Was kommt jetzt? Werden sich dann hätten in den Tod gestürzt haben? Natürlich nicht. Sie haben eine Festung dabei. Allerdings können wir auch die so ein bisschen zerlegen. Da kriegen sie schon so leichtes Zittern. Okay. Und zack. So. Gefolgt von leichter Panik. Und. Nu! Ach Gott, die armen Wordledies. Und ich glaube, hier haben wir auch den goldenen Glücksbringer verpasst, ne? Hey, meine Herren. Na gut. Tada! Wundervoll. Oh, natürlich. Natürlich, wenn ich mich drauf konzentriere, dass den Balken voll zu bekommen, dann lande ich immer auf der 7. Na, von mir aus. Musik, Kirby. Helmchen. Und Edge Knight. Sehr schön. Dafür haben wir alle Sonnensteine. Und den Boss freigeschaltet. Wer könnte das nur sein? Okay. Und natürlich auch die Bonus-Stage. Level 7 plus. Sehr schön. Aber bevor wir uns um Boss und Plus-Level kümmern, machen wir hier erstmal Infinito für heute. Das nächste Mal kümmern wir uns um die beiden restlichen Stages hier und werden dann eventuell noch in Welt 4 uns umsehen, je nachdem, ob die Zeit reicht oder nicht, aber wie das bisher gelaufen ist, wahrscheinlich schon. Und würde sagen, das war es erstmal von meiner Seite aus. Ich hoffe, dass das beide so gefallen. Falls ihr aber abonnieren, kommentieren, gut bewerten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.